So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir werden Da fehlt ein Buch. schön weitermachen. Das Buch ist vor allem auch ein bisschen kleiner, ne? Aber Hauptsache, es geht auf. Aber ist Eine egal. Geheimtür? Sieht so aus. Vorsicht. Lassen Sie mich vorgehen. Was kam denn da? Wir sind da durchgegangen und waren dann in dieser Schattenwelt. Und ich meine, dass da der Kampf war. Beziehungsweise dieser Pseudokampf im weitesten Sinne mit dem Nebel. So geht das. Gut gemacht, Emily. Haben wir das richtig gesehen? Ja. Ach, wir bluten. Wir sind das Blütchen. Ich kann nicht glauben, dass Möbelschlüssel. Gesehen habe. Ja, das hast du vorher nicht gesehen. So, das ist der Hinweis von den Dukteur. Das hat etwas mit den Zahlen für den Talisman zu tun. Der Schlangendolch. Telefon. Hallo? Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schattenmann. Sie können ihn nicht retten. Jeremy ist beim Schattenmann? Wo ist er? Was ist der Schattenmann? Hardwoods. Sie können ihm nicht entkommen. Wir hatten ja das Bild, ne? Und ich meine, nee, das war egal. Entschuldigung. So, das war in der Mitte und das war irgendwie gedreht, oder? Wir müssen das nochmal angucken. Das auf dem Boden, das Bild. Also ziemlich mittig. Okay. Die Steuerung, ne? Halleluja. Ist natürlich der Nachteil, wenn du so eine Steuerung hast. Also. So. Null, null, null. Das ist die Lösung. Und ja, da im Schrank gehen wir dann in diese Pseudowelt. Und ich meine, dann ist das nicht mehr allzu weit. Sie haben das Klingeln gehört, oder? Nein, die Leitung ist tot. Ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Ja, das dachte ich mir. Ja, ich würde sagen, wir gehen da einfach rein, ohne irgendwas zu erzählen, oder? Ich meine, er war ja ziemlich sassy unterwegs. Ah, sie wird es wahrscheinlich genauso tun. Hey, Mr. Carnby? Was? Nichts, oder? Es ist ein Schrank. Genau, Detective. Wir sehen uns später. Ich muss das beenden. Sie gehen in den Schrank? Ich weiß, wie das aussieht, aber ich kann es weder erklären noch rechtfertigen. Tun Sie, was Sie tun müssen, Miss. Adieu, Detective. Ja, aber so wäre es ja echt im Leben auch so. Ja, mach mal, okay. Geil. Okay, ja, das ist doch genau die Passage, die wir zum Schluss hatten. Kurz vor Ende. Sind wir schon so weit? Krass. Heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war doch schon so weit sind. Aber ja, wir sind so weit. So, wo müssen wir denn hin? Da oben ist was anscheinend. Können wir da nach oben? Ah, hier geht's weiter. Ah, verstehe. Aber was ist da bitte da oben? Kann mir das jemand erklären? Sind das so Gegenstände, die so geheim sind? Oder kann ich da noch hin?
So, die Spitzhacke. Ach, das sind die Nee. Jetzt ist der Punkt weg. Egal. Wir haben das antike Stellarium gefunden. Genau, das ist ja der Hinweis. Leuchtfackeln. Wir setzen unsere Pistole erstmal. So was anderes findet man ja hier auch nicht wirklich, also es ist ja wirklich nur zum Wegleuchten und damit wir dann halt irgendwann zu diesem Berg kommen. Wird ja lachen, wenn wir auch hier noch irgendwas finden könnten, Verstecktes. Oder ob das eigentlich auch wieder so nur ein Weg ist. Ich meine, da oben geht's hoch zu diesen komischen Dingen. Wenn wir das dann haben, dann... Ja, war's das ja. Ich glaube nicht, dass das Spiel uns hier großartig Erkundungsmöglichkeiten gibt. Das ist cool. Aber man sieht, da unten ist auch wirklich nichts, nichts. Ja, der Endboss wird mir große Sorgen machen. Ganz große Sorgen. Pistolenkugel ist voll. Wir können auch gerade nichts mit unserer... damit machen. Wie schon gesagt, Gesundheit ist ja eh relativ für uns. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Emily, Sie hätten nicht kommen sollen. Hey, wir können darüber reden. Dafür ist es zu spät. Es ist zu spät. Ich hätte auch gerne die andere Pistole benutzt, aber das Spiel... Ach so. Ja doch. Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht doch mal... Naja, egal. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist ja jetzt eh erstmal geil. Ich glaube, wir finden nochmal ganz gut Munition, wenn wir... Bevor ich jetzt dahin gehe, gucke ich mich hier nochmal um. Aber ich meine, hier war nichts, außer dass wir immer noch was Verbuggtes da unten haben. Oder ich glaube, da unten geht es ja noch weiter, ne? Ich glaube, das war ja jetzt nicht das Ende. Hier haben wir noch Maschinengewehrmunition. Finde ich sehr cool. Okay. Genau, weil wir müssen ja auch das Ding da irgendwie einstellen. Ich meine, ich weiß zwar nicht ganz genau, wie das nochmal war. Alles in Ordnung.
schade. Da hat er mich doch nochmal getroffen, die Sau. Aber das kriegen wir schon hin. Nix, steck mal rein. So. Dieser eine Stein, weißt du? Das war dumm. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt nochmal angreifen. Okay, gut. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön. Ist ja eigentlich ein sehr unspektakulärer Gegner. Ich habe dich getötet. Ich stacke in der Kiste. Okay, alle guten Dinge sind vier. Also da ist das Spiel manchmal komisch, dass man den stackt, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. So, wir haben nochmal vorher nachgeladen. Ich verstehe das nicht. Warum bist du hier? Ich habe alles getan, um den Pakt zu brechen. Was kann ich denn noch tun? Nein, es hat geklappt. Deswegen verfolgst du mich. Jetzt lebst du in meinem Kopf. Dann hoffe ich, dass es dir da gefällt. Emily, nicht! Keine Sorge, wir sind hier. Schön so in Szene gesetzt, dass man das dann so versteht, warum vielleicht, ne? Also aufgrund der Ereignisse, die sie meint zu erleben, dass sie sich dann das Leben nehmen will. So, und dass das gar nicht mal so perplex verdreht ist,
sondern zum Beispiel bei der gespaltenen Persönlichkeit oder bei der Schizophrenie, ja, da ist es ja auch ein guter Grund, warum gewisse Menschen sich dann, also wie schon gesagt, das ist ein schwieriges Thema jetzt, by the way, was ich nicht verherrlichen will, aber nur um die Verständnis zu haben, warum manche Menschen sich dazu entscheiden, sowas zu tun. Ne, wobei ich natürlich jetzt sagen will und muss, dass das nie eine Entscheidung ist und nie eine Lösung sein kann. Von da aus, es gibt immer genügend Gründe, weiterzumachen, aber natürlich, man kann verstehen, warum halt gewisse Menschen diesen Entschluss ziehen. So, um das jetzt nochmal abrunden zu wollen und zu müssen. Ja, wir wissen ja, was jetzt passiert. Dass es ihnen besser geht. Bei all dem Chaos hat Lotti ihnen eine große Dosis Schlafmittel verpasst. Wusste nicht, ob sie wieder aufwachen. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch, wollten sich erschießen. Musste sie leider grob anpacken, um sie zu retten. Außerdem haben sie Jeremy ins Auge gestochen. Geht es ihm gut? Er ist etwas seltsam, aber alles andere ist wieder normal. Wirklich? Der Pakt ist gebrochen? Was auch immer sie getan haben, es hat gewirkt. Naja. Versuchen Sie aufzustehen, Miss. Nicht ganz. Ich meine, das ist jetzt das Ende. Genau. Jeremy, geht's dir gut? Deine Verletzung tut mir so leid. Kannst du mir jemals vergeben? Emily, du hast mir gefehlt. Ich hoffe, du bleibst ein bisschen hier bei mir. Onkel, was ist los? Ist das eine Betäubung? Er wirkt so matt. Ich wünschte, es wäre so. Offenbar haben sie ihn lobotomisiert. Ziemlich beeindruckend angesichts ihrer Technik. Er bleibt jetzt so? Sie opferten einen Teil seines Geistes, um den Rest zu retten. Als würde man Knieverletzungen durch Beinamputation heilen. Brutal, aber wirksam. Wie furchtbar. Vielleicht. Zumindest muss er nicht länger leiden. Erinnern Sie sich an den Schattenmann, Jeremy? Ah, ja. Wo ist er jetzt wohl? Hoffentlich geht es ihm gut. Sehen Sie? Mit nur einem Stich wurden alle weiteren Behandlungen überflüssig. Ich nehme an, Sie nehmen ihn nun mit zurück nach New Orleans. Werde ich. Ich suche nur noch Detective Carnby. So, ich meine, wir werden hier wahrscheinlich eh nicht raus können, weil das ja das Ende des Levels ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier noch irgendwas finden werden. Oder? Finden wir da noch was? Das ist Rose. Ne, mit der wollen wir nicht reden. Rose, sage ich, das ist, glaube ich, falsch. Aber, ja komm, wir machen das jetzt. Wir wissen ja, was passiert. Da wird, die werden jetzt... Wissen alle, was zu tun ist? Ja. Wir wissen's. Das wissen wir auch. Das ist jetzt nochmal der finale Boss. Und hier finden wir ja auch nichts mehr. Also es heißt... Ich muss dieses Ding aufhalten. Es wird sonst alles und jeden in seinem Weg umbringen. Vor allem, wir haben einfach mal wirklich nichts mehr, ne? Also das ist schon mal eine Ansage. Ja doch, wir müssen doch da lang, ne? Das war doch der Pfad. Nee. Hä? So, und das kann natürlich jetzt echt schwierig werden, dass wir, wie schon gesagt, wir haben ja eh kein Leben. Wir sind gefühlt tot. Man merkt, das Spiel lebt davon, dass es denkt, dass wir das nie schaffen. Und hier kommt der Boss.
Und den kann man ja nicht abbrechen. Genau, da war ja was. Am Anfang benutzen wir die Pistole. Schade, okay. Ich glaube, man hat die Chance, den wirklich einmal zu nutzen. Ich glaube, dann hole ich aber das Maschinengewehr eher. Als nochmal. Weil das sollte damit reichen. 20 Schuss, 20 gezielte Schüsse sollten langen. Okay, das ist schwieriger. Die vorige war eben viel, viel besser, das vorige Ereignis. Da habe ich es dann auf jeden Fall geschafft, wenigstens die Monster schnell zu töten. Erschreckenderweise. Diesmal nichts. Okay. Ja, schade, dass du hier natürlich den Effekt nicht reingemacht hast, dass man skippen kann, weil das ist halt, ja,
Ein bisschen sad, wenn man den Boss halt so oft machen muss. Diese kleinen Viecher, ne, die sind so unfassbar. So unfassbar schwer. Das mit dem Feuer ist schon richtig. Das musst du machen, ansonsten sind die halt noch schneller nicht down. Also diese kleinen Viecher sind halt nervig. Mies! Wir müssen uns um die Ads kümmern, damit wir den Boss schaffen, sonst... Junge. Das kann sich ja natürlich jetzt hier noch um Stunden handeln. Ich werde es jetzt noch einmal machen, falls ich es dann nicht schaffen sollte in den MP. Ist das denn leider die letzte Folge denn? Aber es passiert ja auch nicht mehr viel. Außer es entsteht jetzt noch ein ganz anderes Intro, dann würde ich das noch mit hinzufügen, aber ich bezweifle es. Denn der Unterschied besteht ja nur darin, dass bei dem Detektiv, dass der Arzt die Lobotomie durchgeführt hat und hier ist es, dass es Emily durchgeführt hat. Von da aus,
Okay, ich würde sagen, wir machen hier den Cut, weil das ist sonst viel zu lang für euch auch. Und ich meine, ich struggle hier ja selber gerade. In dem Sinne würde ich sagen, ich mache hier den Cut. Und damit ist Alone in the Dark durch. Ist natürlich ärgerlich, wenn man das so beendet. Aber ich denke mal, im Kernessenz haben wir jetzt gesehen, was wir wahrscheinlich genauso sehen. Wie schon gesagt, wenn das Intro nochmal zum Schluss anders sein sollte, dann natürlich füge ich noch was hinzu. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Wir werden das gleiche Ende erleben wie mit dem Detektiv Carnaby. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, mir hat das Spiel trotz allem sehr gut gefallen. Es gibt sehr viele Schwächen natürlich in dem Spiel. Das muss man dem Spiel doch schon leider zutragen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es okay. Für ein Horrorspiel ist das völlig in Ordnung, völlig legitim. Ich bin zufrieden und das ist erstmal das Wichtigste. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, bis dahin und ja, tschüss mit Ö.